い、皆さんこんにちは、りなです。今日はこちらのカレーを作りたいと思います。なぜかというと、去年とか一昨年は、両親にレトルトカレーを食べさせてあげたけど、まあ、視聴者の皆さんにちゃんとカレーを作ってくださいって言われましたので、今日はこのカレーのルーを持ってきて、今からもう本当にスクラッチでお肉と野菜と全部ご飯も全部作った上で両親とお兄ちゃんに食べさせてあげたいと思います。で、その手作りのカレーの反応をこの動画で見たいと思います。ちなみに私は選んだのがディナーカレーです。中辛になります。作りましょう。Bin nicht gefilmt. 今は全部この野菜をカットして、お肉も用意して、今はこのフライパンが温まることを待つ。その後はここで全部カレーを作る。で、ここは今ご飯を作ってるんですけど、私たちは、あれがない、炊飯器がないから鍋で作るしかなくて、前回はうまくいったけど今回はうまくいくかどうかはちょっと心配です。はい、ということで20分経ちましたので、これでどんどん柔らかくなってきてるかなという感じ。じゃあ次のステップはこれを火を止めて、これを入れて、汚くなった。いい匂いしてきました。Jetzt die Stunde der Wahrheit. Curry. Jetzt lüg nicht. Was meinst du?Curry halt. Nein, schmeckt schon gut. Schmeckt gut? Ja. Ihr habt euch bei den Instant Curries immer über die Konsistenz beschwert. Ist es jetzt besser oder nicht? Sehr currymäßig. Ja. Ein bisschen mehr Informationen hätte ich schon. Ja, schmeckt schön nach Curry. Wie heißt es so schön im Bayerischen? Schärflich. Nett schimpft es klopft nur.Das muss ich dann übersetzen. Genau. Also, das ist wirklich so das Standard japanische Curry mit Karotten, Kartoffeln, Zwiebeln und Fleisch. Okay. Und in Japan ist ein Curry eigentlich immer mit Reis. Na gut, in Japan ist man alles immer mit Reis. Ja. Ich würde Reis dann, also ich kann sozusagen auf die Kartoffeln drin verzichten. Ja. Oder wenn ich auf den Reis verzichten wollen würde, dann würde ich halt Kartoffeln essen dazu. Ja. Ich brauche nicht beides. Ja, das ist die japanische Art. Kohlenhydraten mit Kohlenhydraten. Aber sonst ist es total in Ordnung. Ja, das Fleisch ist ein bisschen zäh. Ja, länger kochen müssen. Ich mir auch gerade. Gulasch muss vielleicht länger kochen. Das ist kein Gulasch. Ja, aber das ist Gulaschfleisch. Mhm. Ja. Das muss länger kochen. Wenn es Gulasch oder auch Curryfleisch muss auch länger kochen, weil Curry ist normalerweise stundenlang. Mhm. Also ich meine, wir haben jetzt Rindfleisch verwendet. Mhm. In Japan die allermeisten verwenden auch Schweinefleisch. Okay. Echt? Mhm. Ja, okay. Das ist schon mal. Aber Schwein könnte da tatsächlich nicht so, also da muss vielleicht ein bisschen geduldig sein. Ja. Weil Rind muss das halt wirklich weit kommen. Und Geflügel? Das gibt's auch, aber wirklich Schweine-Curry ist, glaube ich, das allerbeste. Echt? Wobei ich hatte auch schon mal Steak, das weniger Mühe war als das Gulasch hier. Ja, ein richtig schlechtes Steak. Ja. Also das Fleisch hier hatte ich auch schon einmal. Ist ziemlich gut, weil es ist zwar vielleicht nicht so weich, wie man das gern hätte. Aber es ist sehr mürbe, lässt sich gut kauen. Jo, genau. Aber es ist kein Vergleich zum indischen Curry. Warum nicht? Hat nicht die Schärfe,
Aber es ist nicht pikant. Die Würzmischung, es hat nicht die Schärfe, es hat nicht die Komplexität, die ein indisches Curry normalerweise mitbringt, durch die verschiedenen Gewürze, die drin sind. Da sind auch ganz viele Gewürze. Das hat eher was von einem Gulasch, finde ich. Mhm. Und ja, es schmeckt ein bisschen nach Curry, weil halt wahrscheinlich Currypulver drin ist. Das ist Currypulver drin, ja. Das größtenteils was ist Kurkuma und ein bisschen Ingwer und noch ein bisschen was anderes. Mhm. Aber das kann ich theoretisch auch ins Gulasch reinhauen, dann habe ich mehr oder weniger das Gleiche. In Gulasch ist Tomate drin, oder nicht? Ja. Auch und vor allem viel Paprika. Mhm. Mhm. Nee, Gulasch und Curry kannst du nicht vergleichen. Na, kann ich es essen. Aber ich finde, du kannst es nicht Curry nennen. In Japan ist Curry sehr, sehr beliebt und auch die ganzen Touristen, die kommen, lieben alle japanisches Curry. Die japanische Küche ist sehr gut und ich esse alles, was die japanische Küche zu bieten hat. Aber? Von Sushi über Nudeln bis zu den, wie heißen die frittierten Teile? Frittierte Teile? Ja. Tempura? Alles super. Ja. Können die alles sehr gut. Da kann ich ganz bis zum Schluss warten, bevor ich dann Curry essen muss. Mhm. Ja, für mich genauso. Mhm. Also von daher bietet die japanische Küche einfach viel zu viel anderes. Mhm. Es scheint geschmeckt zu haben. Ich sag ja, es ist gut, aber es ist kein Curry. Es ist noch mehr da. Das Deckchen hat mir schon eine gute Portion. Mhm. Ich wollte ja nicht, dass du verhungerst. Genau. Ja, das ist nett. Nicht so wie meine Eltern. Genau. Unglaublich. Ja, aber man könnte es meinen bei den Portionen, die es gestern gab. Wir wollen auch nicht, dass du verfettest. Ja, genau. Ja, das Fleisch ist echt gut. Musst du länger köcheln, das Ganze. Mhm. Also mindestens eine Stunde. Ja, ich würde dem hier 2 oder 3 geben, dann wird es wahrscheinlich weich. Nur ein Dampfkost. Genau. Ja, das ist Cheaten. Ja. Also, wir haben aufgegessen. Ja. Ja. Papa fast aufgegessen. Letzter Bissen. Passt nicht rein. Du hast deinen Reiskorn am Mund. Ja. Mhm. Wie immer. Das ist ja immer wie ein Opa. Der hat überall hier alles. Ja, und? Furchtbar. Er ist alt, er darf so essen. Nein! Wie ein Opa. Da musst du erst Opa werden. Das kommt aber jetzt. Aber wie alt ist man Opa? Keine Ahnung. Ab dann, wenn jemand Kinder hat. Wenn man in Rente geht. Mhm. Ja, nein, schon. Ab dann, wenn die Kinder haben. So. Mhm. Was ist das Fazit zum Curry? Gut. Gut. Ja, besser als Fertig-Currys. Ja, das sowieso. Haben. Sowieso, natürlich. Viel also besser. Sowohl der Geschmack als auch die Konsistenz, weil die kann man halt vielleicht besser beeinflussen. Ja, nee, das ist schon ein gutes Curry gewesen zum Vergleich mit den Fertigprodukten, die du letztes Jahr uns gezeigt hast. Geht halt auch, sag ich mal, wahrscheinlich schneller. Ja. Viel schneller. Das ist halt sehr kundig. 3 Minuten. Ja, das ist. Ja, die Lena hat sich schon gewöhnt. Ja, aber Fertigessen hat doch hier das gleiche Ziel. Es soll einfach nur convenient sein. Soll nur Essen stopfen. Genau. Stopfen. Gut. Aber das wäre nicht mein Ding. Ich esse auch so also du lieber Sushi und Tempura und absolut. Und ich lieber Indisch und Döner und Pizza. Du hast noch kein gutes japanisches Essen gegessen. Doch, das habe ich schon. Ich habe schon gutes japanisches Essen gegessen. Naja, gutes aber für Deutschland. Ja, genau. Kein gutes für Japan. Aber er ist ja kein Fisch, das ist ein bisschen schwierig bei ihm. Ja, da gibt es schon andere gutes. Ja. Ich ziehe da nach Kobe. Du. Also nochmal, Wagyu muss man nicht in Kobe essen. Überall sehr gut ist japanisches Fleisch. Okay. Das heißt aber anders dann. Ja, das heißt dann halt. Hi, ということで、この動画はここで終わりにします。私の両親はやっぱり手作りのカレーの方が良かったです。はい、この動画が楽しかったならぜひいいねボタン押してくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ。